Tschüss. Nein. Nein. Ein Fahrstuhl? Ein Fahrstuhl. Da unten gibt es einmal Heilung, die ich nicht brauche. Noch nicht brauche. Das sind Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Tja. Ich muss mich wohl einliefern lassen. Freiwillig, versteht sich. Beschaffe den Schlüssel aus der Männerabteilung. Ja. Der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um ihn zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Falls ihn jemand benötigt, was nicht der Fall sein sollte, möge er während meiner Dienstzeit zu mir kommen, Dr. Stedman. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um ihn zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Das reimt sich. Komme ich nicht gerade aus der Männerabteilung und na gut, hier kommt man nicht wirklich weiter. Aber irgendeinen Sinn muss das doch hier haben, oder? Aha. Aha. Ja, ist eine Irrenanstalt. Da sieht das gerne mal so aus. Da noch was? Nee, hier bietet sich mir. Ach, da. Na, dann gehen wir erstmal in die Männeranstalt, in die Männerabteilung. La 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 la, es ist gar nicht gruselig. Kein Stückchen. Hallo? Hallo? Leise. Okay. Oh, ein Seilpfeil. Und noch ein Dokument. Patientin Nummer 63 ist aus ihrer... Patientin Nummer 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt wurde. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht, Schwester Orbermill. Und ich hoffe, irgendwann im Laufe meiner Let's Player-Karriere wird sich das mit dieser komischen Aussprache auch wieder legen. Und dann werde ich Dokumente im Spiel sowas von souverän und perfekt vortragen. Aber bis dahin ist das noch mindestens ein genauso weiter Weg wie bis zum Ende dieses Let's Plays. Noch ein Seilpfeil. Da könnte ich nur draufklettern. Ne. Hier gibt es sonst nichts. Da ist noch was. Eine Gabel und eine Notiz. Geschichte 2. Die werde ich jetzt nicht vorlesen. Wer sie lesen möchte, tut das jetzt. So. Eine Tür. Und wohl ein Namensschild gewesen sein. Gott, jetzt hatte ich echt Angst, dass hier wieder Augen auf der anderen Seite der Tür sind.
die mich anblinzeln. Hallo? Alle Geister, bitte ruhig bleiben. Ich tue nichts. Ich nehme nur materielle Dinge, mit denen ihr eh nicht viel anfangen könnt, die nur mir was helfen und euch nicht. Ich bin zu Geistern immer ganz nett und ich bin kooperativ bei allen euren Wünschen, solange sie nicht meine Gesundheit betreffen. Oh? Oh, warum? Warum hat's jetzt gehakelt? Waren das die Geister der Anstalt, die mich haben hakeln lassen? Naja, gut. Wieder raus. Tür kann offen bleiben. Hallöchen. Wo muss ich denn jetzt hin? Einmal dahin, einmal dahin. Da komme ich nicht durch, da komme ich auch nicht durch. Na gut, dann mal wieder die Treppe hoch. Hier war ich, hier habe ich geguckt. Glaube ich. So. Was schwingt denn hier noch so fröhlich? Noch so ein Raum. Komm. Noch eine Notiz. Huxley, ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen, das weiß ich, aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit Neuem hinkst. Lass dich von Dr. Stedman untersuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. T. So, was ist da? Eine Schere. Also hier liegt viel spitzes Zeug rum dafür, dass es eine Nervenheilanstalt ist oder eine Psycho... Dingens. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Hilfe! Oh Gott. Ich traue mich hier auch nicht laut zu laufen, also normalen Schrittes mich vorwärts zu bewegen. Und ganz viele Zellen. Hallo? 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 Ich hatte es schon mal gesagt, vielleicht habt ihr es hier nicht gehört. Ich bin Geisterfreund. Ich tue euch nichts, wenn ihr hier seid. Also tut ihr mir doch auch nichts, oder? Oh, ein Schrank zum Verstecken, das lässt ja auf einiges schließen. So, hier ist nicht. Ihr Geister hättet wenigstens ein bisschen mehr Zeug hier irgendwie verstecken können, ne? Oder offensichtlich rumliegen lassen können. Das wäre viel, viel netter gewesen. Ihr seid Pennergeister. Kopfschmerzen. Ich muss ja eh vorlesen üben. Also, die Kopfschmerzen werden schlimmer. An manchen Tagen kann ich kaum noch klar sehen. Ich sollte meine Symptome dokumentieren, aber sie kommen und gehen manchmal so schnell, dass ich nicht einmal sicher bin, ob ich sie überhaupt hatte. Ich weiß nur, dass sie stärker werden, je näher ich Dr. Huntfields Patienten komme, obwohl das doch gar nicht möglich ist. Vielleicht ist es nur die geistige Belastung durch das Ausfiltern der vielen Schreie. Ich bin sicher, er foltert sie absichtlich, wenn er weiß, dass ich Schicht habe.
Vermutlich sollte ich meiner Liste mit Symptomen noch Verfolgungswahn hinzufügen. Ja, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. So, da war ich noch nicht drin. Noch mehr. Ein Patient nach meinem Geschmack. Oh nee, das lese ich jetzt nicht auch noch vor, oder? Na komm, ist nicht viel. An der Tür des Archivars wurden doppelte Schlösser angebracht, nachdem verschiedene Vorräte verschwunden sind. Ich weiß nicht, wie er rauskommt, aber ich vermute, dass der Wachmann ihm hilft. Selbigen habe ich von M11 nach M2 verlegt, damit die beiden nicht länger Nachbarn sind. Das sollte ihre Umtriebe für eine Weile eindämmen, Dr. Stedman. Falls er den Schlüssel hatte, fang einen Dieb mit einem Dieb. Boah, Spritzen sind hier 6 Goldstücke wert. Hammer. Noch so ein Schrank zum Verstecken. Leise. Schön leise. Hallo. Die Fliege ins Gesicht, na super. Da sind dieses Jahr einiges an Fliegen unterwegs, immer noch, obwohl es schon tiefster Herbst ist. Der milde Winter, so. Zimmernummern. Wer war denn Aaron? Aaron war Patientin 18. Achso, wir sind ja im Männertrakt, da steht Aaron natürlich nicht drauf. Hatte ich hier jetzt in alles reingeguckt? Ja. Hallo. Ich da drüben mal schnell das Schloss. Das war da. Vorlugen wir einmal durchs Schlüsselloch. Da ist ja noch einer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da ist ja noch einer. Oh shit, ey. Naja, ich hab gespeichert. Tür auf! Aha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gänsehaut. 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 Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Da war ich schon drin. Ah, oh Gott, ich traue mich gar nicht da durchzugucken. Nicht übertreiben, ja. Es ist gruselig, aber so viel jammern muss ich jetzt auch nicht. Don't sleep. Na toll, es ist 9:30 und ich muss morgen früh raus zur Arbeit und dann steht da, ich darf nicht schlafen. Gott.
Nu. Nu. Oh, und diese Musik. Hallo. Was haben wir denn hier? Central, was? Seclusion. Müsste man jetzt wissen, was das bedeutet auf Deutsch. Oh Mann. Aber ich stehe ja auf sowas, auf so eine Gruselkacke hier. Ich finde sowas ja cool. Na? Na, na, na? Na? Hat sich da was bewegt? Nee. Warum bewegt sich Gerrit eigentlich? Wie dreht sich denn hier das Bild? Mehr materielle Dinge, mit denen Geister nichts anfangen können. Ich nehme nur Materielles. So. Der Schlüssel. Ja. So komme ich in die Frauenabteilung. Wie, wo blinkt hier da noch was? Ah. Bin ich jetzt hier Besteck? Was ist das? Also wenn ich jetzt hier irgendwo Besteck hinlegen könnte, würde der Witz ziehen. Ich könnte den hier problemlos den Löffel abgeben. Oh Mann. So, was haben wir denn hier noch aufgesammelt? Lager. Ich habe heute eine Ich habe heute ein besonderes Lager gefunden, zurückgelassen von jemandem wie mir. Kleine Kupfermünzen, so alt wie die Stadt und ein seltsames Gemälde. Wir denken ähnlich, also muss es noch mehr geben. Hin und wieder höre ich ein Geräusch aus den Wänden, ein Klicken, das klingt wie mein Herzschlag. Ich muss das haben. Ich werde es haben. Schon bald. Was ist denn jetzt hier angesprungen? Bloß weil wir den blöden Schlüssel aufgehoben haben. Aha, da drüben habe ich noch was übersehen. Hallo? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sind hier Wachen. Shit. Hallo? Nachtaufseher im Dienst. Gott, was machen die denn hier? Ach du Scheiße. Was? 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 Oh nein, es hat uns nicht getötet. Was immer es war. Okay. Hat es jetzt Besitz von uns ergriffen oder? Ich hab gedacht, da ist irgendwie. Das ist so ein Hitzeflimmern und nicht, dass es irgendwie.
was... Ja, lebendig kann man ja nicht sagen. Was... was, wie sagt man da, was Wandelndes ist. So, ich verstecke mich jetzt hier auf dem Regal und... Ja, das war das Let's Play zu Thief. Das hier ist das Spielende. Ja, toll. Konnte man schon beim ersten Mal nicht drüber lachen, über den Witz, ich weiß.